Montag ist Montag. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wie Sie wissen, Weihnachten ist nicht mehr ganz so weit entfernt und es ist doch einfach ein Traum, wenn die ganze Wohnung richtig lecker nach Plätzchen und nach Kuchen riecht. Backen macht wirklich richtig Spaß. Ich muss zugeben, ich liebe eigentlich auch Backen, bin aber eine totale Niete. Das schmeckt ganz gut, aber sieht meistens fürchterlich aus. Und deswegen habe ich mir heute etwas Unterstützung an die Seite geholt und begrüße ganz herzlich Lynn. Hallo Lynn, schön, dass du da bist. Lynn, du hast ja auch einen Spitznamen, Cake Lynn. Sag mal, was backst du oder backst du am liebsten zu Hause? Also ich backe am liebsten so einfache Rezepte, so wie Muffins, und die kann man auch gut verschenken und verzieren. Das stimmt. Ja. Wie gesagt, bei mir geht immer vieles schief. Wir werden auch einige von deinen Lieblingsrezepten hochladen auf das Höffner Magazin. Ich werde es dann mal versuchen nachzumachen. Wie gesagt, schmecken tut's, aber meistens fällt immer alles auseinander. Irgendwas mache ich falsch. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und was werden wir denn heute Tolles backen? Also wir werden einmal einen Apfel-Zimt-Kuchen machen und dann Brownie-Muffins. Toll. Apfel-Zimt-Kuchen natürlich auch richtig toll für Weihnachten, weil ich finde, Zimt gehört einfach dazu und das duftet total lecker. So, du musst mir ein bisschen helfen, ja? Dann stelle ich dir schon mal die Schüsseln zur Seite, mach dir ein bisschen Platz. Ja, liebe Zuschauer, das ist die Backserie For Friends Pastel. Zucker, zucker süß, wirklich ein absoluter Mädchentraum, was nicht heißen soll, dass Männer nicht auch backen können und sollen. Aber es ist einfach wirklich super süß. Wir werden damit heute natürlich auch backen und werden Ihnen nach und nach die einzelnen Produkte vorstellen. Was findest du am niedlichsten denn? Ich finde am niedlichsten hier diesen kleinen Muffin. Ja, der ist auch ganz süß. Und ich bin total verliebt, das muss ich auch nochmal zeigen, in diese kleinen Förmchen. Sind die nicht total süß? So für Valentinstag oder so? Oder wenn jemand Geburtstag hat, so einen kleinen Kuchen in rosa. Oh Gott, ein wirklicher Traum. So, ich stelle das wieder hin. Ich krempel mir mal die Ärmel hoch und Lynn, vielleicht kannst du mal sagen, wie machen wir den jetzt weiter? Also, wir müssen als erstes mal die Eier aufschlagen. Das kannst du mal machen. Das kriege ich sogar hin. Muss ich irgendwas beachten? Muss ich was trennen oder so? Nein, einfach rein. Am besten ohne Schale. Ohne Schale, die lege ich daneben. So. Nummer eins. Siehst du, da geht schon schief. Da ist schon ein Ei drin. So, und das zweite Ei rein. Und jetzt auch noch das dritte Ei rein. Und dann kannst du die Eier in die große Schüssel geben. Jawohl, das mache ich. Und hier in der Schüssel haben wir Zucker und Vanillezucker drin. Den kannst du schon mal reingeben. Okay, das mache ich. Dann nehme ich mal hier den Löffel. Dann ist hier alles drin. Die Schale stelle ich hier hin. Was übrigens auch richtig besonders schön ist, vielleicht sehen Sie das, liebe Zuschauer. Von außen ist die Schüssel ja so einen süßen Blau, halt eben in diesem Pastellton, und von innen ganz tolles, glattes, schönes Edelstahl. Also eine richtig schöne Schüssel. So, Lynn, was machen wir jetzt? Jetzt schlagen wir die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker auf. Okay, mit der Hand oder? Nee, wir machen das mit so einem Handrührgerät. Und dafür kann man aber auch eine Küchenmaschine nehmen. Okay. Ich weiß, meine Mutter hat das früher alles noch mit der Hand gemacht. Gott sei Dank gibt es Geräte. Wie lange rühren wir das jetzt? Na, bis es so leicht weich schaumig ist. Okay, na dann fangen wir an. So, das sieht schon mal richtig lecker aus. Soweit hätte ich es eventuell auch noch hinbekommen. Und wie gesagt, alle Rezepte sind online im Höffner Magazin. Können Sie ganz einfach nachschauen und nachbacken. Und was passiert jetzt? Jetzt machen wir die Butter rein. Die ist auf Zimmertemperatur und die haben wir in kleine Stückchen geschnitten, damit die sich leichter vermengen. So, da helfe ich dir. Da haben wir nämlich diesen super süßen Teigschaber. Vor allem, ich weiß nicht, ob Sie das ganz gut sehen können. Ich halte das mal in diese Kamera rein. Das ist wirklich ganz, ganz schönes, glattes Holz. Das liegt prima in der Hand und schönen Pastellfarben. Oh, die sind so süß. Okay, ich kann die ganze Butter reinmachen. Genau. Und Lynn, sag mal, warum nimmt man zimmerwarme Butter? Weil wenn die jetzt nicht auf Zimmertemperatur wäre, sondern auf Kühlschranktemperatur, dann würden wir die nicht so schön verrührt bekommen. Ah, okay. Und dann wären da so Stückchen drin. Weil die dann zu hart ist, ne? Genau. Okay, dann stelle ich das hier mal ganz kurz zur Seite. Den Teigschaber mit dazu. Und dann verrühren wir das wieder. Okay, ich halte die Schüssel fest. Ja. Sag mal, ist das nicht zu flockig? Müssen wir das nicht weiterrühren? Nee, weil es kommen ja noch die anderen Zutaten rein, dann rühren wir das. Okay, siehst du, ich habe halt keine Ahnung. Ja, so, und dann kannst du schon mal das Mehl mit dem Backpulver reinmachen. Sag mal, wie viel Backpulver ist jetzt hier drin? Ist das so ein Päckchen? Genau. Okay, und Backpulver ist dafür da, damit der Kuchen aufgeht, oder? Genau. Ein bisschen was gelernt habe ich doch. Und ich gebe in der Zwischenzeit schon mal Sprudelwasser mit rein. Ah, okay, warum Sprudelwasser? Damit der Teig schön fluffig wird. Ach echt? Wenn man Sprudelwasser reingibt, dann wird der Teig fluffiger? Was Sie hier so alles lernen bei Höffner. Und ich vor allem. Ein Wahnsinn. So, ach so, das ganze Mehl soll ich reinmachen, ja, ne? Ja, ach, Gott sei Dank. Okay.
So, das packen wir wieder zusammen und lass mich raten, wir müssen es nochmal verrühren. Genau, das kannst du machen. Derzeit gebe ich langsam einen Teelöffel Zimt mit rein. Okay, warte, wie geht das an? Hier oben, oder? Auf jeden Fall sieht das schon sehr nach Teig aus. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den Teig in unsere eingefettete Backform. Okay, stopp. Wir machen jetzt was, wo meine Mutter sich immer aufgeregt hat, als ich klein war. So, und ich darf das, ich mache das jetzt einfach mal. Ich muss nämlich den Teig kosten. Ich habe es geliebt als Kind und ich mag es immer noch. Es schmeckt total lecker. Wir machen jetzt den Teig da rein. Genau, da kannst du auch wieder deinen tollen Teigschaber nehmen. Oh ja. Und das Schöne ist, es gibt sie halt in so tollen Farben, in diesem Rosé, dann haben wir es in diesem schönen, zarten Grün, in Hellblau. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Farben. So, reicht das? Ja, dann kannst du noch ein bisschen was naschen. Sehr gute Idee. glatt verrühren? Glatt genau, streichen. Und dann, das ist so ein kleiner Tipp, den Teig kannst du, darf ich mal kurz? Ja. Den kannst du hier am Rand so hochstreichen, damit der schön gleichmäßig aufgeht. Ah, alles klar. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie öfter die Höffi-Show schauen, dann wissen Sie natürlich, dass wir Ihnen zum einen ganz tolle Produkte zeigen, aber natürlich auch richtig tolle Preise Ihnen bieten können. Und für die Backserie For Friends Pastel haben wir jetzt zum Aktionspreis auch ein richtig, richtig tolles Angebot. Und zwar bekommen Sie diese tollen Produkte, alles was Sie hier sehen, um 20% reduziert. Das ist wirklich ein super Preis. Weihnachten steht vor der Tür. Aber natürlich auch sonst über das Jahr ein ganz schönes Geschenk. Würdest du dich freuen, wenn ich dir das schenken würde? Naja, ich habe das jetzt zwar alles schon zu Hause, weil es so toll ist, aber ich würde mich drüber freuen, wenn ich es nicht hätte. Ich würde mich übrigens auch drüber freuen. Also falls irgendjemand zuschaut und der Meinung ist, Claudia kann zwar nicht backen, aber das sieht richtig toll aus in ihrer Wohnung. Ich würde mich richtig drüber freuen. So, liebe Zuschauer, die Backserie For Friends Pastel können Sie natürlich auch wie immer direkt bei den Höffner Möbelhäusern einkaufen. Sie können die Hotline anrufen oder Sie schauen einfach online vorbei, wenn Sie das eh schon machen, unser Video anschauen und können sich da natürlich nochmal umgehend informieren und können die Backserie gleich bestellen. Und dann ist sie auch noch pünktlich zu Weihnachten da. So, und jetzt schieben wir den Teig auch schon in den Ofen. Okay, bei wie viel Grad? Bei 180 Grad Umluft. Okay. Oder Ober-Unterhitze geht auch. Und wie lange? So für ca. 50 Minuten. Und so ein kleiner Tipp, wenn der Teig schon oben fertig ist, aber im Inneren noch nicht, dann einfach Alufolie drüber packen. Ah, okay, damit er nicht verbrennt. Genau. Okay, na dann rein in den Ofen. So, liebe Zuschauer, und während dieser leckere Apfel-Zimtkuchen jetzt im Ofen brutzelt, braun wird und gleich lecker aufbäckt, haben Sie im Moment Zeit, sich die Backserie For Friends Pastel etwas genauer anzuschauen. Halt, stopp, wir müssen noch den Brownie-Teig machen. Das müssen wir auch noch machen. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich bin hier schon ganz fleißig dabei und packe die Förmchen in unsere For Friends Pastel Muffin Form. Das geht auch super easy. So, und Lynn, du bist da auch schon fleißig am Rühren. Ja. Für unseren Brownie- bzw. Cupcake-Teig. Was hast du denn jetzt alles da drin? Also, ich habe da Butter drin, Eier, Zucker, Vanillezucker, Mehl, Backpulver und Kakaopulver. Okay, und das bist du am Verrühren? Ja. Okay. Und die Rezepte auch hierfür natürlich wieder im Höffner Magazin erhältlich, beziehungsweise können Sie da reinschauen. Ging auch eigentlich jetzt super fix. Ja. Ne? Wir haben den Apfelzimtkuchen in den Ofen gestellt und haben dann gleich mit dem Teig angefangen. Und da kannst du super praktisch das hier gleich reingießen. Ja. Und du kannst dann auch ruhig gerne auf alles aufteilen. Mhm. Aber ich denke mal, du magst wieder naschen. Deswegen. Ja. Gut, das ist ein bisschen viel, aber definitiv prima. Naschen tue ich natürlich sehr gerne. So, Lynn, jetzt übergebe ich dir meine tollen vorbereiteten Cupcakes. Die kommen in den Ofen. Genau. Für wie lange? Für ca. 20 bis 30 Minuten bei 180 Grad. Okay. Ja, und für Sie, liebe Zuschauer, möchte ich alles nochmal zusammenfassen. Wir haben hier die Backserie For Friends Pastel. Es gibt richtig, richtig tolle Produkte. Übrigens hier, ja,
Dieses Silikonpad können Sie auch als Backpapier nutzen. Also das kann mitgebacken werden. Da können Sie Ihre Kuchen drauflegen oder Ihre Cupcakes. Dann haben wir natürlich so tolle Sachen wie auch hier das Nudelholz, auch mit Silikon beschichtet. Das haben wir heute noch gar nicht benutzt, aber ne, sehen wir noch ein bisschen. Macht sich auch zu Weihnachten gut. Macht Plätzchen auch zu Weihnachten. Plätzchen, genau. Plätzchen muss man auch ausrollen. Und natürlich viele weitere schöne Produkte, die wir heute auch genutzt haben zum Backen. Und was besonders toll ist, Sie können alles auch ganz easy in den Geschirrspüler reinmachen. Man kann nämlich einfach hier oben die Sachen abmachen und kann das in den Geschirrspüler tun. So ist es also einfach zu reinigen. Das Holz könnten Sie rein theoretisch auch reinmachen, weil es nicht verbund ist, sondern weil es ein massives Stück Holz ist. Aber alles wirklich sehr easy und einfach zu reinigen. Die Farben sind einfach wunderschön. Es gibt so tolle Formen wie hier diese kleinen Mini-Förmchen, die ich ja ganz besonders süß finde. Blau ist ja auch deine Lieblingsfarbe, ja. Ne? Finde ich ganz niedlich. Und ja, die Farben sind wirklich ganz toll, in hellblau, in pastellgrün, in rosa, also wirklich super, super süß. Und zum Aktionspreis 20% auf das gesamte For Friends Pastell Sortiment. Ja, liebe Zuschauer, also wie gesagt, ein wirklich tolles Backset For Friends Pastell und Sie können es natürlich bei Höffner im Möbelhaus sich anschauen und kaufen. Sie können die Hotline anrufen oder Sie gehen einfach online auf unsere Seite hoeffner.de und da können Sie natürlich auch die Produkte kaufen und nochmal etwas genauer anschauen. Das war ein richtig toller Drehtag heute, Lynn. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder ein kleines bisschen gelernt und das duftet so dermaßen lecker. Also ich würde am liebsten gleich dann auch was reinbeißen. Ich dachte mir schon, als du mich eingeladen hast, dass du kosten möchtest. Deswegen habe ich heute Morgen schon mal was vorgebracht. Hey, ist mein Glückstag heute. Ich mache dir mal ein kleines bisschen Platz. Wow, das ist unser Kuchen. Ja. Der sieht hammermäßig aus und duftet total lecker. Wow, toll. So, und hier haben wir noch unsere Cupcakes. Oh, ein Traum. Liebe Zuschauer, so kann es aussehen, wenn man backen kann. Wirklich super schön. Lynn, sag mal, können wir die jetzt auch probieren? Ja, gerne. Yay. Jetzt kommt der schönste Moment am ganzen Tag. Oh, sind die lecker. Das sind die fantastisch. Oh, wir haben noch so viele. Liebe Zuschauer, Montag ist Montag. Ich habe den tollsten Job der Welt. Das ist die Höffi-Show. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Wir haben tolle Produkte für Sie. Vielleicht kochen wir, vielleicht backen wir. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Lynn. Du hast mir wirklich einiges erklärt und die sind einfach total lecker. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.